Rein in die letzte Map der 19er Damage Liga Division 2 mit mir. Wie gesagt, parallel läuft Hetschinski, parallel läuft Let's Cast. Ihr bekommt jedes Spiel der Div 2 seit Spieltag 1 eigentlich von uns serviert. Es sei denn, es gab mal wirkliche Ausnahmen, wie zum Beispiel einmal ist mein Rechner komplett abgeschmiert, da ist einmal ein Spiel ausgefallen. Aber sonst bekommt ihr immer alle Spiele der Div 2. So, Abfahrt, es geht los, Knife Round. Und das sieht doch so aus, als sollten das die Ducks holen und damit sich die Seitenwahl schnappen. So ist es auch. Und die Ducks dürfen somit auf der CT-Seite beginnen. Will eigentlich einen Flying Duck sehen. Ja, jeder soll das schauen, was er schauen möchte. So, ich wünsche euch nochmal ganz viel Spaß. Niemals Knife Round casten. Ja, das war ja nicht gecastet. Auf geht's in die letzte Partie der 19er Damage Liga Division 2 bei mir, bei dem Desiree. Flying Ducks City. Einmal schön gegen den Tisch gehauen. My Risk auf der T-Seite. Ja, und dann heißt es jetzt für sie alles oder nichts. Verlieren sie diese Map. Oder verlieren sie diese Map? Nee, verlieren sie diese Map, sind sie raus. Sorry. Verlieren sie diese Map, dann sind sie weg vom Fenster. Oder gewinnen sie diese Map schlechter als 16:9. Sind sie auch weg vom Fenster. So ist der Fakt jetzt. Damit das nochmal jeder verstanden hat. So, 5-on-5 Retake. Kirby schon auf Low AP. Alles möglich für beide Seiten. Man hat sich positioniert, man hat sich eigentlich zu einer Flanke vernünftig aufgestellt. Extreme da ein bisschen am Yellow auf falscher Flur. Jetzt hat er aber mal die Frags bekommen. Und Hanfi hat da auch noch mitgemacht. Und Zertrümmerdog, der nimmt dir einfach die letzten beiden Frags, als wäre es nichts. Hat auch noch ein Kit dabei. Diffuse sitzt und damit die Piste Round für die Playing Ducks. Und das ist schon mal ein guter Einstieg für die Ducks. Ja, ich habe heute unglaubliche Brain Lags. Das kommt davon, wenn man so lange nicht castet. Dann ist man nicht mehr so im Redefluss. Außerdem ist meine Stimme heute auch nicht so ganz da. X-Ray! Ja, weißt du, da heißt es schon Deathray und vergisst immer das X-Ray. Ist schrecklich. Nein, es ist an. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich weiß auch nicht, wieso ich es immer vergesse. Seit jeher, seit über einem Jahr. War ziemlich genau ein Jahr. Anti-X-Ray-Caster. Ja, gut. Ja, gut. Ich gebe mir Mühe. So, rauf geht's auf den A-Spot und Flexi mit der MP9 hat zwar ein schönes Movement, kommt da aber nicht richtig weg. Ja, und das ist der... Ui, schönes Ding von Danica. Und das ist der Plant jetzt erstmal für My Risk und das hätte eigentlich nicht passieren sollen bei den Playing Ducks. Aber man hat den A-Spot ja auch schon ein bisschen auf Retake gespielt. Der Molly sollte jetzt hier den Rest tun. Ja, und das tut er auch. Und damit 3 gegen 3, der Molly da ein bisschen verkackt. Ja, und am Ende geht es nochmal gegen 1 gegen 2. Hand wieder, aber ohne eine wirkliche Waffe. Wird schwierig, das hier zu verteidigen. Fast nochmal einen Frag hier bekommen, aber das reicht dann trotzdem nicht. Zarin fällt nicht. Ja, aber man macht wieder richtig gut Schaden bei My Risk. Und kann nochmal die Bombe legen. So, beide Runden geplantet. Und damit gibt es jetzt auch direkt mal den Buy. Und Danny K. durch den Verzicht auf Kevlar sogar in der Lage, die AWP noch direkt mitzunehmen. Und da mal ein offensiver Push am B-Spot. Da will man direkt noch was aufhalten, direkt mal gegen den. Aber Zertrümmerdog fällt! Und dann fällt auch noch Zarin und damit der B-Spot eigentlich auf. Und nur noch Dominik mit der Scout. Und er bekommt da den Frag irgendwie nicht rein. Aber dann erledigt das Hanfi mit einem Team-Frag. So, Flexi und Kirby Sachen packen, aber Kirby zumindest nochmal hier auf ein 2 gegen 3 und damit ist es nochmal retakeable. Hätte den Frag hier nicht bekommen, wäre Kirby da gefallen, wäre es komplett vorbei gewesen. Oder wäre das Duell erst gar nicht entstanden. 2 gegen 4 hätte ich auch gesagt, eigentlich den B-Spot direkt saven. 2 gegen 3 kann man nochmal angehen. Gerade so eine Spieler wie Flexi und Kirby. Aber jetzt so langsam hat man sich auch entschieden, das sein zu lassen. Und das ist auch die richtige Entscheidung. Wer von euch war die Scout? Ist auch immer schön, wie hier schön gechattet wird innerhalb der deutschen Teams. Aber die Scout hat nicht getroffen.
Wollen wir jetzt auch nicht vergessen. Das war Dominik, wenn ich mich richtig erinnere. So, MyRisk kauft gemütlich nach der gewonnenen Runde. Und die Playing Ducks müssen da jetzt gucken. Die zwei Waffen hat man durchgebracht. Jetzt sollte man auch noch irgendwie dafür reinforcen oder eben darauf achten, wenn man das Geld jetzt so hält, ist dann natürlich auch nochmal ein Kauf in der nächsten Runde möglich. So dann auch das Denken. Und mit den beiden Waffen, beide auf dem A-Spot, will man natürlich auch hier nochmal die Chancen erhöhen, dass man, wenn dieser Spot angespielt wird, hier auch den Spot halten kann. Hat aber in der Mitte schon den Zertrümmerdock verloren und das ja, macht die Mitte im Prinzip komplett auf, denn man hat dann nur Xarin noch stehen am B-Spot, der Rest ist frei. Man bekommt zwar den Frag jetzt Richtung Squeaky, ja, aber Xarin jetzt hier ganz alleine auf dem B-Spot mit der USP. Da sollte der Spot ganz schnell vorbei sein und ja, auf Kirby und Flexi kommt es an. Wie schnell sind sie da? Und wie viel Zeit kann Xarin rausholen ohne Equipment mit der USP? Nicht viel. Und damit ist der B-Spot erstmal weg. Oh, Flexi steckt hier unnötig viel Damage vom Molotov ein. Also entweder dann auch raus oder nicht. Habe ich X-Flash schon wieder gerade ausgemacht. Aber es ist wieder an. Ja, und das heißt wieder saven für die Ducks, denn da brauchst du nichts mehr angehen an so einem B-Spot. Aber mit den gesaveten Waffen nächste Runde auf jeden Fall noch ein vernünftiger Kauf. Dominik bekommt dann nochmal Hanfi. Sollte jetzt aber auch wahrscheinlich noch weggehuntet werden. Aber ihr sollt noch keine Waffen nach der Zeit verlieren bei den Ducks. Am Ende fällt keiner mehr. So, nachkaufen, kein Problem bei den Ducks. So, wir sind bei 2 zu 2 und hoffen wir mal, dass uns die E-Cash hier noch was Schönes fabrizieren wird. Nicht vergessen, es zählt jetzt gerade nicht nur, wer diese Map gewinnt. Denn wir können eigentlich schon sagen, die Playing Ducks hunten hier, wenn man so will, eigentlich 10 Runden. Haben die Playing Ducks 10 Runden, haben sie den Klassenerhalt. Also noch 8 Runden für den Klassenerhalt, dann kann MyRisk nichts mehr machen. Und ich weiß immer nicht, ob die Spieler das so richtig im Kopf haben in dem Moment. Ich glaube nämlich nicht. Aber der Zertrümmerdog macht seinem Namen wieder alle Ehre. Da wird der B-Go sofort zersetzt. Ach, Dominik gegen Fison. Ja. Flawless Round für die Playing Ducks. Sauber ausgespielt. Ja, ist die Frage. Danny kauft die AWP oder legt er? Nee, er geht auf die AWP. Extreme und Fison können auch auf die AK gehen. Hanfi, eine Galil. Ja, und Rockstar muss dann eben auf die Desert Eagle. So, Boost in der Mitte wird sofort abgebrochen. Da wird kein Schaden eingesteckt vom Molotov. Ja, und MyRisk muss jetzt gucken, wo sie die Lücken finden. Zertrümmerdock ist da low und das ist ein leichter Frag und das muss man jetzt nutzen. Aber man hat zu wenig Spieler hier direkt am B, um da was zu machen. Aber er ist zumindest schon mal Checkers drin. So, Mitte eingenommen und das ist wichtig und Flexi hat damit nicht gerechnet und das ist bitter für die Ducks. So, Mitte-Kontrolle, damit auch Wendkontrolle, aber trotzdem kann Xarin hier den B-Spot noch frei halten und man schiebt komplett geschlossen rüber. Die Smoke liegt noch und damit der B-Spot eigentlich ziemlich frei. Xarin pusht jetzt durch die Smoke, macht da, bleib mal auf ihm drauf. Ah, ärgerlich, bekommt er keinen. Und Dominik mit der AWP verschießt und damit sollte der Plant eigentlich machbar sein. Und Danica. Oh, da wurde die A, wurde ganz kurz mal das Röhrchen von der AWP gesehen. So, und das ist schon wieder die Situation, die Ducks jetzt schon das dritte Mal in Folge haben. B-Spot ist weg, Unterzahl und eigentlich können wir jetzt saven gehen. Und Kirby wird da wahrscheinlich auch nicht mehr wegkommen. Noch hat er die Möglichkeit. 3 Runden auf diese Art und Weise verloren. Und das ist auch der Überrotation zu schulden, dass sie da direkt spekuliert haben, dass jetzt auch direkt geschoben wird bei MyRisk. Und so verliert man dann richtig ärgerlich so eine Runde. Naja, und nimmt wieder eine Waffe mit.
Und es ist nicht das Geld, solange es bei den Ducks scheitert. Es sind solche Runden. So, weiter geht's. 3-3. Und Dominik gewinnt das AWP-Duell gegen Danny K. Sind wir gar nicht so leicht, hier direkt drauf zu sein. Ah, und das ist jetzt zumindest mal, das wollte ich gerade noch ansprechen, das Spiel, was ich jetzt erwarte von den Playing Ducks als Reaktion. Wir haben direkt drei Spieler, die offensiv hier angehen am B-Spot und genauso muss es sein. Jetzt der A-Executor läuft dann auch nochmal in zwei Spieler rein. Flexi kann gerefrackt werden, aber es ist immer noch Kirby, der hier Richtung Squad steht. Ja, und dann aber Hanfi! Hanfi! Der Hanfi, der hier direkt nochmal den Frag hinterher setzt. Ja, und damit hat Kirby in der Sekunde scheinbar nicht so ganz gerechnet. Ah, da guckt der Arm raus! Ist das bitter! Und der Trimadog nutzt das sofort aus. So, und aus dem Squad sowas hier zu verteidigen, hat sich dann versucht, die Smog zu retten. Fast unschaffbar und somit die Playing Ducks. Man muss sagen, dann auch so langsam verdient jetzt mal mit der Runde, nachdem man hier drei Runden, also alle drei Runden, die man Risk geholt hat, doch, ja, relativ unglücklich auch verloren hat aus Seiten von Playing Ducks. Oh, zweimal CZ, einmal P250, eine Galil, eine AK. Damit versucht es MyRisk und damit sollte man jetzt auch mal was Schnelles probieren. Tempowechsel, gerade am A-Spot, da ist nur Kirby. Wenn man da den Highway gleich aus dem Spiel nehmen kann, dann kann das hier doch ganz gut funktionieren. Hat sogar noch einen weiteren, also man kontrolliert im Prinzip mit drei Mann die Mitte. Man bekommt den A-Spieler jetzt hier aber rausgenommen. Und ja, das reicht jetzt eigentlich schon. Smoke Richtung Highway, wenn da jetzt keiner durchpusht, aber sie pushen durch. Oh, das müsste gehört worden sein, dass einer hier oben ist. Hier wird aber Squad verbrannt. Ärgerlich. Ah, dann der Teamfrag nochmal. Der eröffnet hier nochmal eine Chance für MyRisk. Aber die Positionen der Spieler sind gerade auch wirklich nicht praktisch. Und damit könnte hier eigentlich auch durchdiffused werden. Hanfi, der muss auf den Diffuser gehen, kann da auch nichts mehr machen. Währenddessen auch schon Fison down gegangen. Und dann drei Waffen mit in die nächste Runde für die Ducks. So, ich muss noch ganz kurz nehmen, was auf dem Zweitbildschirm angucken. Deswegen seid ihr mal ganz kurz hier drauf abgestellt. So. So. Und so. Und schon sind wir wieder da. Ja, Eco-Round bei MyRisk. Nächste Runde kann man wieder kaufen. Man hat ja auch gelegt. Aber jetzt muss man hiermit erstmal handeln. Und ja, die Frage ist jetzt, wie macht man es? Man kriegt eigentlich den A-Spot immer relativ einfach. Es ist ein Standardaufbau, der da gespielt wird, beziehungsweise sogar relativ mittellastig, wenn man so will. Wir haben immer den einen Spieler, der sich hier Richtung Squad, NBK, Side aufhält. Hier ist eigentlich immer so Kirbys Position. So, und hier dieses Gebiet. Sehr schön gemalt, ich weiß. Ja, dann haben wir einen Spieler, der teilweise, entweder haben wir beide Spieler direkt am B, oder es wird nochmal supported über Vent und eben eine Doppeldeckung da in der Mitte. Das heißt, dieser eine Spieler an A, eigentlich das, was man machen kann. Da muss dann eben, müssen die Ducks immer auf den Retake gehen. Aber diese Retakes funktionieren in der Regel, gerade weil man direkt zwei Spieler von Highway sofort da hat. Ja, und die B-Goes haben funktioniert, haben aber sehr glücklich funktioniert. Ja, und so steht MyRisk da ein bisschen langsam vor einer Wand, wo sie nicht mehr so ganz wissen, was funktioniert und was nicht. Schöner Shot nochmal am Ende da. Aber der macht auch nicht mehr viel aus. So, wir dürfen nicht vergessen, es ist auch der Pick von den Playing Ducks hier. Also erwarten wir natürlich auch, dass sie hier was Vernünftiges vorbereitet haben. Das ist so die Frage. Wieder nach einem einigermaßen vernünftigen Start bei MyRisk wieder so ein kleiner Abfall. So eine Pistol Round hätte ihnen mal ganz gut getan. Dass man so richtig ins Spiel reinkommt. So, jetzt der B-Execute. Und das waren die einzigen Runden, die man bisher solide holen konnte. Beziehungsweise überhaupt holen konnte. Solide war es ja nicht mal.
Ach, was ist denn da mit Dominik? Warum pusht denn der direkt so mit der AWP durch? Damit ist die Runde vorbei. Und das ist die Situation, vor der die DAX jetzt eben schon das vierte Mal stehen. Eigentlich muss man den Retake jetzt schon sein lassen, beziehungsweise man wird ihn sein lassen müssen. Ah, man probiert es tatsächlich nochmal. Flexi. Jetzt aber auch zurück. Kirby ist auch gefallen. Flexi bekannt. Der wird da nicht mehr wegkommen. Kommt da auch nicht. Ja, und das wäre jetzt eigentlich auch so der Call gewesen, den ich gegeben hätte. Jetzt nochmal was am B probieren, weil sonst ist es schwierig. Ja, ansonsten kann man jetzt nochmal probieren, dass man jetzt auch nochmal ein Argo anspielt, wieder versucht, schnell den Entry zu kriegen. Und dann aber auch wieder sauber abschließt. Beziehungsweise den Spot dann auch schneller dicht macht. Und einfach ein bisschen besser steht gegen die Pushes, die die DAX dann auch immer reinhauen. Auch Flexi geht da sogar geflasht noch durch die Smoke, bekommt da aber keinen Hit. Hat da ein bisschen Glück. Ja, geht dann hoch auf die Kiste. Danny will ihn jetzt mit der AWP holen. Schafft's aber nicht. Damit weiß man zumindest schon mal ein bisschen über die Position der AWP Bescheid. Jetzt fällt Flexi hier. Und damit ist es noch Kirby. Und was macht denn der Rockstar da? Das kann doch nicht wahr sein. Hat man jetzt wirklich damit gerechnet, dass das der einzige A-Spieler ist? Von was anderem kann ich jetzt nicht ausgehen, warum man da so aus Squeaky rausgeht. Hanfi auch schon mit einer unglaublich guten Position. Und Kirby! Glücklich, dass er da nicht fällt. Und währenddessen geht es natürlich auch schon rauf auf den B-Spot. Aber der Fake von Hanfi, der hat gesessen. Zertrümmerdog. Jetzt oder nie, aber man schiebt auch sehr schnell. Zarin auch schon da. Und Zertrümmerdog Nummer 1. Und der zieht einfach den Spray durch. Und dann ist es noch Danny K. und der fällt. Also 7 zu 4. Es sieht gut aus, dass die Playing Ducks hier den Klassenerhalt schaffen. Drei Runden sind es noch. Dann kann ihn das keiner mehr nehmen. Und wir haben wieder eine Eco-Round bei MyRisk. So, durch geht es mit den Flashes. Man steht diesmal wieder zu zweit am A-Spot. Und das ist genau das Richtige, die richtige Aufstellung, die man dann auch entgegensetzen muss bei einer Eco. Man muss damit rechnen, dass hier gleich ein schneller Vollpush auf dem A kommt. Der wird ganz locker flockig abgefangen. Und damit sind es nur noch zwei Runden, die die Playing Ducks holen müssten. Also 8 zu 4. Und ich glaube, wie gesagt, die Spieler wissen nicht, haben das jetzt nicht im Kopf, dass jetzt schon nach 10 Runden die ganze Geschichte im Prinzip vorbei ist. Ich glaube nicht, dass sie das im Kopf haben. Extreme Entry sitzt, aber die rechnen nicht mit dem Zertrümmerdog da im Vent. Aber trotzdem ist Hanfi da mit dem Shot. Und der Baseball ist drauf. Die sind drauf. Dominik hat eine Stelle gefunden, an dem der Molotov nicht erwischt. Trotzdem bekommt er da keinen reingefaced. Flash sitzt nicht richtig. 3 gegen 4 Retake. Bombe tickt. Und sie kommen immer gut auf diesen Baseball drauf. Und jetzt ist die Frage, können sie ihn dieses Mal auch wieder halten? Hanfi noch mit einem. Kirby fällt. Extreme dann gegen Flexi. 8-5. So, und damit sehen wir jetzt auch, dass das Geld komplett abgeschmolzen ist bei den Playing Ducks. Also verliert man hier jetzt die Runde, hätte man in der letzten Runde der ersten Halbzeit auch nicht mehr viel Liquidität vorzuweisen. Und es soll wieder der B-Spot werden und das ist eigentlich auch der einzig richtige Call. Zertrümmerdog kann man schnell wegsmoken. Ja, und Zarin muss man dann eigentlich noch schnell rausnehmen. Und in der Regel pusht er dann auch schnell rum und versucht was Offensives. So, Smokes kommt, Zertrümmerdog weiß Bescheid. Entweder jetzt vorgehen oder weggehen. Flashes sitzen auch, damit fällt Zarin. Ja. AWP weggesmoked. Und wenn er jetzt den No-Scope nicht trifft, dann ist die Runde eigentlich dicht. Nach hinten bekommt man auch sofort den Frag. Und die beiden Jungs können jetzt saven. Kirby und Flexi, immer die beiden, die überbleiben. So.
Also die beiden Waffen noch mit in die nächste Runde nehmen, weil nächste Runde hat man nicht viel und deswegen nimmt man mit, was noch irgendwie geht. So, jetzt hat sich der Sound mal ganz kurz verabschiedet. Interessant. Jetzt kurz gucken. Eine Waffe hat man noch verloren. Kirby verliert auch noch die letzte und damit ist es wirklich sehr, sehr wenig, was man dann noch am Ende hat. Also das ist wirklich sehr, sehr wenig. So. So, dreimal CZ, eine 5-7 und eine Deagle. Ein paar Granaten, aber mehr ist es auch nicht. Und man stackt hier ein bisschen. Am B-Spot will da auch direkt mal vorgehen. Und Zarin, oh, das sieht gut aus. Da kann man viel Schaden machen, denke ich. Aber man steht immer noch mit drei Mann auf dem Spot. Man konnte. Oh, was ist denn da los? Fison. Wurde hier rausgekickt, weil er kein EAC anhatte, oder was? Okay. Aber dann hat er, wenn ja schon die ganze Zeit kein EAC angehabt. Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Okay, lassen wir das jetzt erstmal so im Raum stehen. Mal Risk verliert so ein Spieler. Aber wir sehen ja auch schon, was die Ducks machen. Man bleibt hier in diesem Bereich der Map stehen, beziehungsweise können wir es auch so begrenzen, einfach auf den B-Spot. Und die gehen hier Silence auf den A-Spot. Man spekuliert halt komplett, was will man auch sonst anderes machen mit dem Equipment, was man hier hat. Und damit wird man hier keine Probleme haben, den Plant zu bekommen. Ist ein ERC-Bug? Okay. Es ist natürlich ganz ärgerlich, wenn das in einer laufenden Runde passiert. Wenn der Spieler sogar noch lebt. So, man beliebt jetzt, dass ich das Kommando für die Ducks da vorzugehen. Also ich nutze auch ERC und ich caste jetzt auch nicht das erste Mal in der Damage-Liga, in der ERC benutzt wird, aber dieser Bug, der habe ich noch nie gesehen und ist mir auch noch nie selber widerfahren. So, rauf geht's in den Retake und das sieht gut aus, Kirby Dominik, und das ist ein richtig sahniger Retake. Und jetzt am Ende das Knife von Dominik gegen Danny. Oh meine Güte, was für ein Retake hier nochmal am Ende. Und wie bitter, dass man kein Kit dabei hat. Richtig schön gespielt, trotzdem von den Ducks. Trotzdem die Runde für MyRisk. So, jetzt sind die Spieler auch wieder vollständig. Und das ist natürlich richtig ärgerlich, dass Yes hier EAC eingegriffen hat. So, 8 zu 7. Und wir halten uns weiter vor Augen. Holen die Ducks jetzt hier die Pistole, holen sie die Folgerunde, ist die ganze Geschichte schon vorbei. Dann haben sie den Klassenerhalt. Zwei Runden für die Ducks. Und sie sind durch. Und damit MyRisk auch unten durch, nämlich in Division 3. Dominik mit einer Smoke und zweimal Flash. Zusätzlich auch noch Zarin mit einem Molotow und einer Smoke. Also man hat sich da was überlegt Richtung B. Steht aber auch mit drei Mann und jetzt geht's offensiv. Ja, und da wird man direkt mal in Empfang genommen. Ja, Flexi nimmt sich da auch noch mal einen, Danny Kano mit einem, aber vielleicht rechnet man nicht damit, dass Fison hier schon an Headshot steht. Dass man hier drei abgestellt hatte, aber Fison bekommt da absolut nicht den Shot rein. So, damit ist der Spot frei, damit ist der Plant eigentlich sicher. So. Und damit ist jetzt fast schon die Geschichte gegessen. Neun zu sieben. Und der Forceplay von MyRisk, der muss jetzt sitzen. Der muss jetzt definitiv sitzen. Also nochmal die Scout bei Danny K. Der kann mit allem, was zoomt, gucken, ob das jetzt hier auch funktioniert. Hanfi in der Mitte. Oh Mann.
Mitte eingenommen von den Ducks zu dritt. Und es ist Rockstar, der da nochmal ein bisschen Schaden machen kann. Der Trümmerloch geht zurück, konnte da aber nochmal einen Spieler sehen, beziehungsweise wurde auch gesehen. Und ist mit der Bombe jetzt einfach mal eiskalt da durchgegangen auf den B-Spot. So, man kann nichts dagegen machen. Er legt die Bombe. Ah, und Fison. Es ist möglich, diesen Retake hier nochmal zu spielen. 4 gegen 3. Auch mit diesen Waffen. So, die Gefahr von hinten ist gebannt, da kommt nichts mehr. Xtreme will über den Schacht. Der Rest ist da auch schon da und die werden gefragt und damit ist es nur noch Xtreme. Und das klappt nicht. Geht zurück und damit eigentlich auch schon klar, dass die Jungs hier scheinbar nicht wissen, dass mit dieser Runde jetzt auch das Ganze besiegelt ist. So, das bedeutet 10 zu 7 und das bedeutet Klassenerhalt für die Playing Ducks. Gratulation an der Stelle und MyRisk abgestiegen. Also an der Stelle ist die ganze Sache eigentlich schon entschieden. So, trotzdem spielen wir das Spiel natürlich noch zu Ende. Und gucken, was wir hier noch am schönen CS sehen können. Den K hier mit USP, da wird auch nicht viel gehen. Man hat einfach gerade nicht viel Equipment bei MyRisk. Und es wird schwer, hier diese Map auch noch zu gewinnen. Auch wenn selbst das nicht mehr viel bringen würde. Nein, das hatte ich vorhin noch mal kurz erklärt. Ich nehme noch ganz kurz mir die Zeit. Das System bei uns ist folgendermaßen. Erst zählen die Maps. Und wenn jetzt hier ein 1:1 passieren sollte, dann wären ja die beiden nach Maps wieder gleich. Dann zählt das direkte Aufeinandertreffen nach Maps. Sollte MyRisk jetzt hier gewinnen, wäre es ja auch gleich von den Maps. 1:1. Und dann zählt nicht die Gesamtzahl der Runden, die in der Season gemacht wurden, also das 114 zu 109, was du jetzt meintest, sondern es zählt das direkte Verhältnis der Runden beim Aufeinandertreffen. Sprich, die erste Map wurde gewonnen 16 zu 9 von den Playing Ducks. Und in dem Moment, wo sie jetzt diese Map hier verlieren, aber mehr als 10 Runden haben, mehr als 9 Runden haben, haben sie schon das bessere Rundenverhältnis in dem direkten Aufeinandertreffen. Und das zählt. Und erst wenn das gleich sein sollte, sprich, wenn jetzt MyRisk auch 16:9 hier gewinnen würde, dann zählt das komplette Rundenverhältnis. Also. So ist das System hier und deswegen ist die Kiste ja auch schon durch. Das nochmal ganz kurz zur Erklärung. Trotzdem, MyRisk wird das wahrscheinlich, denke ich, auch nicht wissen. Und es geht hier nochmal feuchtfröhlich weiter. Hand wie in der Mitte fällt. Jetzt braucht er den Support von oben. Rockstar bekommt nochmal den Frag. Wir sind im 3 gegen 3. Und die Ducks können das hier jetzt ganz gemütlich runterspielen. So, Fison hat bis jetzt hier keine gute Figur gemacht auf Cash. Ist nicht richtig ins Spiel reingekommen. Vom Aiming her auch irgendwie nicht ganz auf der Höhe. Der hat ein paar richtig schöne Sachen gespielt auf Overpass. Aber hier soll es nicht so richtig sein. Auch hier bekommt er den Frag wieder nicht. Und damit sind sie im 2 gegen 3 Retake in Situationen, die die Playing Ducks auf der anderen Seite auch recht häufig hatten. Und da habe ich scheinbar gerade den Host reinbekommen. Vom Hetschinski nehme ich mal an. Vielen Dank dafür. Und damit euch auch nochmal ein herzliches Willkommen in dieser Partie hier. Rockstar, kann der nochmal was machen? 1 gegen 2. Hat nicht mal ein Kit dabei. Also das war's. Zari mit dem letzten Frag. Und damit auch nochmal an alle, die gerade dazugekommen sind. Wie gesagt, nochmal ein herzliches Willkommen in der Partie Playing Ducks gegen MyRisk. Mein Name ist Desray und ihr schaut die 19 Damage Liga Division 2.2. Und bevor ihr euch wundert, warum ich gerade schon gesagt habe, das Ding ist durch. Weil die Playing Ducks die erste Map 16:9 gewonnen haben und die beiden in der Tabelle mit den Maps her komplett gleich standen und somit die die Head-to-Head-Rounds zählen und damit kann Playing Ducks die Head-to-Head-Rounds nach 12 gewonnenen Runden schon nicht mehr verlieren und deswegen ist die Kiste schon durch. So, Flexi an der Garage gegen Rockstar nochmal mit dem Frag. Hanfi, Fison, Xtreme und Danica. Die letzten vier Leute. Danny, oh, da kriegt er auch ganz mit dem Frag rein. Und dann lassen sie ihn aber nochmal reloaden.
Immer auf die Leertaste heute, herrlich. So, B-Spot auf hin. Und der Retake läuft. Aber auch dafür natürlich kaum Equipment da. Und in der Eco jetzt das hier noch zu holen. Es wäre natürlich gut fürs Gewissen, sage ich mal, dass man hier noch eine Map zumindest holt. Und die Gewissheit hat, man ist nur wegen der Rundendifferenz hier abgestiegen. So, und da wird auch nicht mehr wirklich viel angegangen. Man hat zwar auch nicht viel zu verlieren, das wären jetzt zwei Deagles ohne Equipment, aber besser mitnehmen als sinnlos verlieren. Fison bleibt da nochmal, vielleicht kann man ja nochmal irgendwie einen Exit-Track ziehen. Das ist das Einzige, was man hier noch Sinnvolles tun kann. Und ich glaube, den Gefallen werden die Ducks hier My Risk auch nicht mehr tun. Vielleicht Extreme, ne, der fällt auch noch. Und Fison kann dann nicht mehr aktiv werden. Und die Playing Ducks auch generell, wenn wir jetzt mal Flexi sehen, der hat einfach auch ein unglaublich großes Money-Polster, der könnte da mal gut und gerne 3-4 AKs nochmal schmeißen. Ja, und jetzt nochmal eine Kaufrunde für MyRisk. Kann man hier nochmal ein bisschen was bewegen? Man ist im Max-Loser-Bonus, wäre aber in der nächsten Runde trotz des Max-Loser-Bonus schon wieder in einer ganz schlechten finanziellen Situation. Also da muss Peter Zwegert nochmal ran bei den Jungs. So, ersten Spieler da auch schon wieder verloren. Und Sarin, er hat einfach auch das gute Timing da und dann nimmt er hier zwei saubere Shots mit. Damit ist der A-Spot komplett offen und ja, die beiden Spieler über K, die können jetzt eigentlich auch schon sofort saven gehen. Da brauchst du auch nichts mehr machen. Sarin, na, da will er ein bisschen viel. Und es sind noch Fison, 16 AP auf der Deagle, Feld, Danny K mit der AWP. Hat für mich heute eine gute Leistung gezeigt. Wenn auch eher auf Overpass jetzt als auf die Cash. Aber auch diese AWP, die wird er nicht mit in die nächste Runde nehmen. Auch diese AWP wird fallen. Also 14 zu 7. Um MyRisk muss ich jetzt entscheiden. Force Buy wird es wahrscheinlich werden. Und damit wäre auch, wenn diese Runde verloren geht, nochmal ein Force Buy mit Max Loser Bonus möglich. Beziehungsweise würde dann auf jeden Fall gespielt werden, weil es ja die letzte Runde wäre. Oder man kann sich jetzt nochmal ein bisschen rankämpfen, nochmal ein paar Runden holen. Aber es ist auch schon wieder Kirby. Und Kirby hat Bock und er cleart die Mitte. Mittekontrolle ist da. Und wenn jetzt die beiden Spieler von hinten hier auch noch weg... Ach, da sind schon die beiden Spieler. A-Spot auch schon wieder frei. So, und von hinten Danny K mit der UMP, der macht auch nichts mehr. So ehrlich müssen wir sein. Und Fison hat jetzt zwar die Bombe entdeckt, weil die Ducks aus irgendeinem Grund hier ohne Bombe unterwegs sind. Und zwar den A-Spot wunderbar eingenommen haben, aber keine Bombe jetzt legen können. Und jetzt Fison im 1 gegen 5. Zumindest einen Frag nimmt die hier nochmal mit. Zieht er mit der Flash rum und das war genau richtig. Der Trümmerdog hier nochmal mit einem Frag. 15 zu 7. Ja, und damit ist es nur der Max-Loser-Bonus und das bisschen, was man dann noch im Köcher hatte aus der vorigen Runde, was man hier jetzt verwerten kann in der höchstwahrscheinlich letzten Runde. 15 zu 7 für die Playing Ducks und die Playing Ducks haben auch so viel Geld noch drin im Portemonnaie. Da könnte man selbst, wenn man jetzt verliert, nochmal zwei, drei Runden nochmal gut aus diesem Geld schöpfen. Und Roxor jetzt hier mit der... Das ist eine gute Pose, man hat ihn nicht auf dem Schirm. Ein bekommt er, ein schießt er low. Jetzt muss hier direkt Hanfi nachziehen, tut aber nicht. Ja, und so kann man sich hier erstmal wieder die Mittekontrolle einverleiben hier in der letzten Runde. Ja, und nochmal gucken, ob die Knochenregel Nummer 7 greift. Wer die 15. Runde holt, holt meist nicht die Folgerunde. Wollen wir doch mal sehen. Hanfi mit der Scout, der hat doch noch Support von unten, wenn die jetzt hier über den Switch kommen. Aber kann da nicht viel machen. Und damit ist es immerhin nach Fison Spray mit der P90 hier nochmal die 8. Runde. Aber man darf keine Runde mehr abgeben. Ja, Knochenregel, oh Knochenregel. Und doch tritt sie immer ein, auch wenn man schon denkt, es wäre nicht mehr möglich. So, aber vielleicht jetzt die potenziell letzte Runde. Fison hier sogar mal auf die AOG gegangen. Und da geht der Boost, da bekommt er sogar noch mal ein paar Hits. So, und Zarin, der sagt,
Guten Tag und gute Nacht und hat die beiden Tracks gemacht. 5 gegen 3, wir haben da noch eine AWP, die fällt, Scout und AK jetzt noch bei My Risk und damit werden die ja nicht mehr viel machen können. Ja, und Hanfi, das ist der letzte Mann, der hat zwar noch Mazari mit einem schönen No-Scope rausgenommen, aber viel mehr wird es bei ihm dann auch nicht werden. Hanfi im 1 gegen 3. Hanfi gegen 3 Enten. Oh, man geht hier nicht mehr richtig zum Plant über, doch jetzt sollte man die Bombe auch doch gelegt werden. Hanfi muss noch fallen, um das Spiel zu beenden. Hanfi mit dem zweiten No-Scope. Smoke da nochmal weg. Hanfi im 1 gegen 2. Hält er hier nochmal die Fahne von MyRisk hoch oder ist es vorbei? Die letzten Sekunden Div 2 für MyRisk. Smoke kommt da auch nochmal. Liegt zwar kacke, aber ist egal. Und Hanfi ist nochmal auf dem Spot und stirbt mit der Flashbang in der Hand. Und damit GG, well played. Vielen Dank fürs Zugucken hier in der Division 2. Und damit ist ganz klar, wer hier absteigt. Ja, und das ist My Risk. Gelassener Halt für die DAX an der Stelle. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zugucken bei euch am heutigen Abend in der Division 2.1 und auch jetzt hier in der Division 2.2. Das Ganze geht 16:9 und 16:8 in diesem Spiel an die Playing Ducks. Vorher durften wir den TSV Oftersheim sehen, der ebenfalls 2:0 gewonnen hat. Und ich kann euch nur einladen, wenn euch das Ganze hier gefallen hat oder eben auch nicht gefallen hat, dann geht nochmal bitte, bitte, bitte auf die Homepage auf 99damage.de beziehungsweise guckt mal bitte jetzt in den Chat, da wird jetzt gleich ein Feedback-Link erscheinen. Und wenn ihr einen 99damage-Account habt, dann könnt ihr darauf gehen und dann könnt ihr mir mitteilen, wie ihr denn den Cast gefunden habt. Würde mich sehr freuen, wenn ihr diese Möglichkeit nutzen würdet und da nochmal ein bisschen was schreiben könntet. Ich gehe derweil nochmal ganz kurz auf unsere Homepage. So. Zack, zack, zack. Na, wo haben wir es denn? So, hier sind wir auch schon auf der 99damage-Page.